Was willst du? Ich will dir ein paar Fragen stellen. Viele Fragen und möglichst wenige Antworten. Blade Runner 2049. Die Geheimniskrämerei vor dem Filmstart gehörte zum Marketingkonzept. 35 Jahre nach dem legendären Vorgänger spinnt Regisseur Denis Villeneuve die Geschichte weiter. Wieder wird ein Polizist, ein sogenannter Blade Runner, auf die Jagd geschickt nach Replikanten, künstlichen Menschen und gerät ins Kreuzfeuer finsterer Mächte. Sie wissen, dass du hier bist. Ich bin allein hier. Atmosphäre und Setting des neuen Blade Runner knüpfen bei Ridley Scotts Klassiker an. Mit Filmen wie Arrival hat Denis Villeneuve bewiesen, dass er aufregende und intelligente Blockbuster stemmen kann. Der alte und der neue Blade Runner, Ryan Gosling und Harrison Ford, die Karlauer Könige der Pressekonferenz. Ich habe mich sehr gefreut, als ich das Drehbuch gelesen habe und dachte sofort an, wie ist nochmal sein Name? What's his name? Ryan. Es ist Ryan, nicht Ryan Gosling, wie du immer sagst. Entschuldigung. Harrison Ford als Blade Runner, 1982. Anfangs war der Film weder ein Kritiker- noch ein Publikumserfolg. Erst im Laufe der Zeit zeigte sich, wie einflussreich und stilprägend Ridley Scott war. Mit der Mischung aus viel Noir und intelligent-pessimistischer Science-Fiction über künstliche Intelligenz, Überbevölkerung und Umweltzerstörung. Es wirkte auf mich wie ein romantischer Albtraum. Ich hatte das Gefühl, eine Version der möglichen Zukunft gesehen zu haben und stellte mir die Frage, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Ganz schön viel für den 12-jährigen Jungen, der ich damals war. Heute wissen wir, wie besonders der Film ist. Er ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Es ist in Ordnung, ein wenig zu träumen. Oder nicht? Lust auf einen Ausflug? Der neue Blade Runner ist eine würdige Fortsetzung und eine Verbeugung. Das düster verregnete Los Angeles, die schwebende Melancholie, die bombastischen Bilder und die großen Fragen nach der Zukunft der Menschheit. Die Menschheit kann nicht überleben. Replikanten sind die Zukunft der Spezies. Aber ich kann nur so viele herstellen. Er hat alle Waffen der Stadt. Ich habe dich. Wir müssen ihn stoppen. Nur in einer Hinsicht folgt der Film heutigen Blockbuster-Konventionen. 160 Minuten sind zu lang für die Geschichte, die er erzählt. Aber die visuelle Schönheit, die Oscar-verdächtigen Tricks und der philosophische Subtext des Films, der am Ende nicht alle seine Geheimnisse preisgibt, haben das Zeug zu einem zeitlosen Klassiker. Komm schon, steh auf. Tu deinen scheiß Job.